Aber bis nachher. Das gibt es ja gar nicht. Ah! Das jetzt unter mir. Was geht denn hier vor? Muss ich das Auto stehen lassen? Das ist genau unter mir. Krass. Hier gibt es keine Pfeife. Warte nochmal weiter. Ich warte jetzt mal ab. Lassen wir ihn einfach mal fahren und gucken nochmal, wo er uns hinfährt. Der hat eine Mission für uns, glaube ich. Halt mal kurz an. Halt doch mal. Wir fahren gleich weiter. Ui, der ist so voll gegengefahren. Das Auto wieder kaputt da. Was? Oh, oh. Och, jetzt machen wir den noch kaputt hier. Ich brauche keine Hilfe und ich kann dir helfen. So, jetzt erzähl mal. Ich visiere das Ziel an. Die haben meine Frau in der Radar. Das kann nicht wahr sein. Ich schieße dich einfach ab. Wer kommt wieder? Ja, wie lange noch? Ach, nein. Irgendwas war da jetzt falsch. Irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Vielleicht war es ja auch nur, weil ich gerade gestorben bin. Hm. Finde den Fehler. Na gut, dann noch mal raus. Wenn du denkst, dass du bereit bist, bist du es nicht. Irgendwas fehlt immer. Gute Arbeit. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Ich habe zu danken für das schöne Abenteuer. Ich bin leider gestorben, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Schön, dich zu sehen, Deb. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Ein genialer Plan. Ich würde sagen, den nehmen wir gleich mal. Hi, hör mal. Hi. Nur weil Eli meint, dass du in Ordnung bist, muss ich das nicht gleich genauso sehen. Ach. Wenn es nach mir ginge, bist du hier. Hör bloß auf. Da. Muss ich mir nicht anhören. Die Genugtuung gebe ich ihr nicht. Wenn die so redet, mich hier bedroht hier und alles, ne. Wie komme ich nie wieder raus? Wie war denn das nun? Von dir hat doch Eli so viel gesprochen. Selbst ja. Wenn man Jacobs Bunker findet, braucht man auch noch den Schlüssel. Und ah. Gut, wir werden uns jetzt mal hier rausbegeben, wenn wir das jemals schaffen, rauszukommen. Hey, wir müssen reden. Die Sache ist die. Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen, Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt,
Ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinyl-Alben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Da haben wir noch eine Nebenmission, die haben wir jetzt abgespeichert, die können wir dann auch später noch machen. Behandle deine Ausrüstung gut, dann funktioniert sie auch, wenn du sie brauchst. Yes. Man könnte ja eigentlich mal gucken, was er zu bieten hat hier. Nee, wo war er denn noch? Der Händler. Den hatten wir doch gerade vorhin. Irgendwo hier gehabt, da könnte man. Ja, die sind so geil, die Arcade-Spiele. Aber wenn ich damit anfange, komme ich gar nicht mehr von los. Das hat echt Spaß gemacht. Gut, dann gucken wir mal, was er so zu bieten hat. Waffen, wie sieht es aus? Was haben wir denn da so Schönes? Hat er vielleicht andere Sachen? Nee, der hat auch das Gleiche. Warum eigentlich so wenig hier? Weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt später noch was dazu, wa? Wenn wir immer weitermachen. So, hier haben wir noch jede Menge Kram. Ich weiß nicht, das will ich mir jetzt nicht holen. Verkaufen. Wir müssen unbedingt mehr Zeug. Das ganze Geld ist weg. Das haben wir alles für die Waffe ausgegeben. Wahrscheinlich Kleidung. Müssen wir jetzt nicht machen, weil, wie gesagt, hab ich ja vorhin auch schon gesagt in der letzten Aufnahme. Man, die hat auch noch irgendwas für uns. Cool. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Ach so, wir hatten das Zeug schon. Kommen die auch auf die Playlist. Upsi, wir hatten das schon. 4 von 5. Ja, gut, werden wir weiter sammeln. Ich sammle alles, was ich kriegen kann. Das ist natürlich klar. Wir sollten mehr rumgucken, denke ich mal. Da geht's raus. Wir sollten mehr die Häuser aus Paldol waren. Wo haben wir denn hier einen Helikopter? Ich guck mal auf Karte nach. Direkt hier, das ist ja nice. Da oben. Das wäre dann da oben auf dem Berg oder was? Ja, scheinbar, ne? Oder? Wo ist denn die Mission, die Markierung jetzt hier? Moment. Da unten ist ja die Mission, die ich machen soll, das ist klar. Das muss da oben sein. Nee, doch nicht. Da, da ist es. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Da ist es schon. Sehr nice. Helikopter. Also da hätten sie mal ruhig mehr machen können, aber weiß nicht. Schauen wir mal. Einer ist ja hier gesperrt, die anderen kann ich nicht holen, weil ich kein Geld habe. Nehmen wir jetzt mal. Ach, ich nehme den nochmal, oder? Ne, ich nehme den jetzt. Und rein. Und wir brauchen wieder einen Kumpel. Wir haben ja gar keinen Kumpel mehr. Stimmt ja, warte mal. Irgendjemanden. Wen nehmen wir denn da? Ja, den. Der kann direkt mit uns fliegen. Sehr gut. Sehr nett von dir. Den lasse ich mal weglaufen. Gut, dann stellen wir ein. Da kommt er hinten schon. Sehr gut. Yes, ich auch. Dann machen wir uns auf die Reise. Hinter uns her, kann das sein? Nee. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie fliegt man weg. Unser Heli ist schon ganz schön angeschlagen hier. Da, da ist jemand. Da ist was zum Zerstören. Oh, da stimmt was nicht. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Wieso? Wieso lädt das jetzt? Ich bin im Knast?
Wie jetzt? Ah, da hast du sicher Hunger. Ja. Das haben die doch schon vorher gegessen. 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert. Ja. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. 82nd Airborne, guter Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja, bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Opfere die Schwachen. Yes, hab ich die Waffe genommen oder was? Ich habe keine Waffe. Ah ja, das stimmt, da kommen die ja erst noch. Schneller. Es geht nämlich auf Zeit. Seht ihr ja selbst. Weiter, weiter. Krass, so was hier abgeht. Jetzt nicht doch klettern. Gut, dünn die Herde aus. Da komme ich nicht weiter. Noch weiter. Ach, hier geht's weiter. Ich habe auch gedrückt. Ich habe F gedrückt. Wieso geht das nicht? Weiter. Ich muss das Ziel finden, den Ausgang. Da geht's weiter. Wo ist das da? Aber krass, die haben mich doch gar nicht gefangen. Was ist denn da passiert? Das kann doch nur Bug sein, oder? Sag ich doch mal ehrlich. Wie kann das dazu kommen eben? Ich war im Helikopter und habe geschossen und plötzlich war ich weg. Ich bin gar nicht festgenommen worden. Das war alles gut. Was ist da vorgefallen? Das werde ich wohl nie erfahren. Ich muss weiter. Die Zeit ist bald um. Ich habe gar nicht mehr viel Zeit. Ach, du glaubst nicht, wir sind zu langsam. Ja, ich bin leider so ein Typ, der gerne mir Zeit lässt. Das ist ein Problem. Wo muss ich denn hin? Da hinten, da hinten. Komm. Schnell, 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 schnell. Nicht geschafft, oder? Müssen wir das nochmal machen?
Ja, nochmal. Hier ist auch eine Waffe. Ah, naja. So, einfach für einen. Komm. Mit ihm und weiter. Wir dürfen einfach nicht alle machen. Oh, ja. Wo geht's weiter? Da. Ich denn hier raus? Da geht's. Komm, keine Zeit. Ja, eben. Wir haben keine Zeit hier rumzuspielen. Handgranate habe ich keine. Wieso geht. Was ist denn da los? Was war das denn? Wieso geht dann die Zeit eben so schnell? Weil ich nicht geschossen habe oder was? Ich bin einfach durchgelaufen. Und wenn ich getroffen werde, wird mir Zeit abgezogen. Ah. Ja klar, es ist gut. Die Herde keulen. Bringe dein Opfer. Da ist einer. Weiter. Hä? Wo ist denn da? Ach, da hinten. Weiter. Zeit vergeht. Komm. Nicht übel. Nicht übel, wahrscheinlich meine beste Zeit hier. Besseres Lob hätte man euch geben können. Komm, weiter, du schaffst es. Du bist ein Krieger. Ja. Ach, da muss ich weiter rein. War es irgendwie, ne? Der hat gar kein Gesicht gehabt, der Kerl. Der Mann ohne Gesicht. Aber wie gesagt, es ist immer noch die Frage, was ist da passiert? Warum sind wir auf einmal gefangen genommen worden? Wie geht das, wenn man im Helikopter drin ist? Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey, und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Prüfungen. Hier. Er hatte das alles geplant. Eins, zwei, drei. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mal. Du kannst nie mehr zurück, verstehst du? Du kannst nie mehr zurück!
Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Ich muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht... Findet ihn! Das ist ein Befehl! Nimm alles auf! Na los, bewegen! Oh nein, 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 noch nicht! Noch nicht! Fuck! Fuck! Nein! Nein! Tut mir leid. Ich weiß nicht, wohin du verschwunden bist, aber... Scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst, deinen Freund Pratt zu retten, aber... Wir Whitehairs könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Egal, du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Tja, ich weiß immer noch nicht, aber lassen wir das. Da drehen wir uns echt im Kreis. Was das eben war, weiß ich nicht. Wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, was du dir dringend ansehen musst. Dringendst. So, jetzt haben wir hier die Missionen. Gucken wir mal nach. Story-Missionen. Die Nebenmissionen. Da sollen wir noch Zeugs besorgen und so weiter hier. 2000. Oh, das ist weit weg. Warum soll ich denn da jetzt? Da kann man da anfangen. Das ist nicht so weit. Das ist ja blöd. Gut, stecken wir mal ein. Mein Kumpel müsste doch wissen, wo ich gewesen bin. Aber ich kann ihn nicht fragen. Na komm, steck ein. Bin dabei. Los so, geht's. Wir müssen wohin? Sehr gut. Da fahren wir erstmal so. Die Basketball. Okay, ja, mal sammeln. Lager und so. Da haben wir was? Nein! Bremsen! Oh, die Bremsen sind kaputt. Das ist ja Wahnsinn. Der Wagen hat es hinter sich. Der rollt einfach weiter. Die hätten mich umgebracht. Danke. Allerdings. Ich wechsle die Stelle da! Was? Auf dem stillgelegten Lansdowne-Flugplatz soll ein Flugzeug stehen, aber die Peggys patrouillieren da Tag und Nacht. Was meinst du? Sollen wir uns das mal ansehen? Das geht schon vor. Ja, machen wir. Hä? Ich wollte. Also jetzt spinnt er wirklich. Ich wollte doch eben gerade an. Entlass. Ach so! Alles klar. Entfernen? Entlassen. Viel Glück, Deputy. Anderen dazu machen. Es ist eine echte Schande, dass die dann. Ja, dann würde ich gern den dazu machen. Den entfernen. Ich weiß nicht, der war ja auch nicht schlecht, ne? Aber sie gefällt mir jetzt gar nicht mehr. Ich mach sie weg. War eine Sag schöne Zeit was. Mit ihr. Sobald wir Jacob haben, helfen wir dir, ihn suchen. Wer macht was? So, jetzt haben wir ihn angeheuert. Richtig auf die Kacke. Aber er ist nicht schlecht, er hält sich gut. So ist es nicht, ne? Bist ein guter Mann eigentlich. Hast dich gut gemacht. So ändern sich manche Leute. Genau, dich behalte ich jetzt mal hier. Hört sich auch an, dich behalte ich mal. Wir sollen immer noch die Basketballkarten sammeln. Ich guck mal nach der Mission, ob das wirklich alles so richtig ist, ja. Grand Slam, da fahren wir jetzt hin. Warte mal, halt mal. Ich geh woanders hin. Halt an. Also da haben sie auch irgendwas geändert, ne? Die Fahrhilfe da. Bleibt ja immer zu an. So, jetzt machen wir mal so Musik wieder aus hier.
Ärger kommt uns direkt entgegengelaufen. Das bringt ja jetzt mal gar nichts. Da kommt was auf uns zu! Ich mag ja auch Trucks, aber nicht diese riesen, giganten Trucks. Also selbstfahren meine ich jetzt, ne? Das sind irgendwie schon cool, aber... Genau, einen Außenposten befreien. Das machen wir mal gleich. Bevor wir einfach so wegfahren. Das geht hier auch nicht. Die Mission lasse ich mal an. Wir müssen das Lager wieder untergraben, sozusagen. Das da oben ist ein gutes Stück. Da hätte man vielleicht mit dem Auto hinfahren sollen. Das ist zu weit. Na, kommt er? Ja. Komm, steig ein. Ist noch ein gutes Stück nach oben. Deswegen fahren wir da einfach mal. Wir sind zu bequem heute. Wir haben zu viel gegessen und so. Wir haben zu viel Hamburger gegessen. Und da müssen wir doch lieber Auto fahren. Nee, bleib hier. Ich brauch dich doch noch. Da hinten ist ein Alarm. Ich hab Peggy's im Visier. Warte mal, da war doch eigentlich mit dem Fernglas, ne? Wie ging das noch? B? T geht ja nicht. Lass mal gucken kurz. Ja, das war's. So, da kann man die nämlich alle schon markieren. Man hier gerade so sieht, die sehen uns gleich. Wir müssen uns weiter zurückziehen. Hier kann man das irgendwie nicht machen, dass man einen nach dem anderen erledigt. Irgendwie geht es nicht. Das ist verdammt schwer. Da ist noch einer. Nee, ach du glaubst nicht, wieder so ein genagelter. Die haben den einfach genagelt. Echt krass. Ich weiß auch nicht, was das für Typen sind. Dass hier draußen Leute nageln. Oh oh, der hat uns gesehen. Der wird jetzt nervös. Was? Wer schießt denn da? Oh nein, das ist eine Dumpfbacke. Stell dich direkt hin. Was? Was ist denn hier los? Der ist ja direkt hinter mir. Du, Freundchen. Du hast Verstärkung geholt. Schieß doch mal. Warum schießt er nicht? Haben wir keine Muni mehr oder was? Einfach abdrücken. Irgendwie hilft mein Kumpel nicht. Ist das auch eine Lusche oder was? Also das war ja jetzt wieder mal Schuss im Ofen, ne? Wortwörtlich, ne? Jetzt sind wir wieder so weit weg. Und unser LKW ist weg. Toll. Jetzt kann ich ja trotzdem laufen. Was ist das da für ein lustiger Kerl? Ich will ein bisschen markieren hier. Da ist das Alarmding. Klar, ist nur einer. Den muss man doch eigentlich kriegen. Das war's doch schon. Ah. Toll. Jetzt hat er uns gesehen. Jetzt schnell zum Alarm. Oh nein, der hat mich aufgehalten. Ich wollte das Ding gerade kaputt machen. Da hat er mich aufgehalten, der Wolf. Der böse Wolf. Ah, ich bin gleich wieder tot.
Schieß. Ich hoffe, dass mein Kumpel kommt, aber ich fürchte nicht. Ich sag ja, der bringt mir auch nichts. Was ist denn da los? Verstehe das jetzt auch nicht. Seltsam. Der stellt sich dahin.